Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute tauchen. Ein wenig. Wir werden am Rande des Sees langlaufen und tauchen. Also eine nette Kombination aus Looten und Tauchen. Einfach nur, weil ich hätte gerne wirklich einiges an Sand noch neu. Wir müssen ein bisschen Zeit abwarten, bis unsere Masse hochgetickt ist. Und ich habe Bock auf Loot. Also alles in allem, wenn wir das kombiniert kriegen, ist super. Ich nehme jetzt einmal das Hähnchen hier mit. Guck mal auf die Uhr und versuche in circa 10 Minuten es zu essen. Damit es nicht vergammelt. So. Nehmen wir mal Tauchanzug mit, ne? Zack, zack. Cool, warum gehe ich denn hier raus? Na, egal. Wir fangen hier an. Und go. Habe ich Pfeile? Ah, 13 Stück. Also muss ich mich, was die Jagd angeht, ein bisschen zurückhalten, aber das ist okay. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist unser Huhn auch wieder auf Level 10. Wird Zeit für es, im Kühlschrank zu verweilen. Sobald ich wieder da bin. So. Looten und tauchen. Da oben ist ein Wolf. Level, mal kurz gucken. Level 2. Den lassen wir einfach mal da. Ich habe relativ wenig Pfeile. Ich würde versuchen, sie für die Dreierwölfe aufzubewahren. Oder halt für Notfälle. Das ist ja auch noch klar. Muschel, ne? Die nehmen wir auch mit. Jetzt habe ich doch Seegras mit. Egal. Ist ja nicht schlimm, Seegras zu haben. So, Uhrzeit. Genau. 7 Minuten bis zu meinem guten Essen. Also, ich weiß, die Dinger haben eine Haltbarkeit von, glaube ich, ca. 20 Minuten. Aber ich habe das nicht sonderlich pünktlich aus dem Ofen geholt. Das hat er doch ein bisschen vor sich rumgelegen. Und ich weiß nicht genau, wie groß der Zeitraum da war. Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen, weil das Essen ist wirklich viel zu schade, um zu vergammeln. Oh, was haben wir denn da vorne? Ein Wolf mit Level... mit Level tot. Na komm her. Brauchen Fett. Ich habe bei unseren Generatoren immer so viel am Laufen. Oh. Hier ist gerade nix. Also ab ins Wasser. Ich könnte mal bei der Jägerbase vorbeischauen, wo wir das letzte Mal die zwei Dietrich-Kisten auf dem Haufen hatten. Keine Ahnung, vielleicht hat das Spiel ja Bock, mir schon wieder zwei Dietrich-Kisten auf den Haufen zu legen. Also jetzt kann ich das Seegras auch mitnehmen, da ich den Stapel I angefangen habe im Inventar. Oh. Wupp. Ja, wir gucken einfach mal kurz bei Jägerbase vorbei. Also ohne die jetzt zu überfallen. Auch wenn materialtechnisch ist das wahrscheinlich sogar machbar, aber einfach nur mal aus Interesse, ob da auf einmal wieder die Strichkisten liegen. Falls die so eine Art feste Spawnpunkte haben oder vielleicht wo es wahrscheinlicher ist. Könnte man das so natürlich herausfinden. Dort ist ein Schwarzbär. Lass Schwarzbär Schwarzbär sein.
Bitte. Gut, ich weiß auch gar nicht mehr, wo die Dietrich-Kisten waren. Nur in der Nähe von der Jägerbase und da vorne ist ihr. Übrigens nochmal Dank für euer Solarmodul. Macht einen guten Job. Keine Kiste, kein Jäger. Oh, hier Zink nehme ich mit. Holz können wir eigentlich auch mitnehmen. Ich können wir einen groben Rundumschlag machen mal wieder. Einmal alles bitte. Lassen. Ein Elch. Ein Elch. Oh, ist Brunftzeit, oder? Nicht mehr? Doch, ist es. Aber ich muss doch Elche mitnehmen. Ich hatte doch mal gesagt, Elche kann ich nicht mitnehmen. Direkt ein Dreier. Genau. Bin ich schneller als der oder langsamer? Komm her, komm her, komm her. 142 noch. Hack! Und? Wie geht's euch so? Ich mache hier einen entspannten Waldspaziergang. Ich fahre nur, weil man hat ja gerade sonst nichts zu tun. Dann können wir mal ein nettes Gespräch führen. Ein Pistolenschuss fehlt! Hä? Das ist ja sowas von peinlich! Oh, wieso habe ich denn meine Schrotflinte nicht nachgefüllt? Da wäre das doch viel einfacher gegangen. Oh! Ist jetzt wahrscheinlich so, ich habe den Lava Cave ja grob überlebt ohne Vorbereitung. Da braucht man sich auf gar nichts mehr vorbereiten, ne? Oh. Ui. Ey, aber wir haben echt. Das ist gut. Versehen. Bisschen fett. Gutes Geschäft, würde ich sagen. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt nur noch ein paar Pfeile habe. 10 Stück. Gut, das reicht für eigentlich alles, aber ist halt auch nicht so geil. Da vorne liegt was, glaube ich. Kann aber auch wieder vom Rändern her anders ausgesehen haben. Ja, hier liegt was. Schatten. Oh, eine Blaubeere. Aber die habe ich nicht gemeint. Oh. Rathähnchen. Uiuiuiuiui.
bestes Essen hier. Wo ist ein Jäger? Heißt, ich sollte nicht mehr so sehr an die Küste ran. Dann machen wir doch jetzt einfach das Tauchen. Machen wir doch jetzt großzügig Tauchen. Da vorne ist, glaube ich, Sand. Hier ist doch mal ein Seegrasding. Und zwei Muscheln. Okay, gut. Okay, der Schatten hat mich jetzt schon erschrocken, Kim. Wow. Zu Hause auch gleich die Masse aufgetickt, können dann unseren Sprengler machen, der nichts. Oh! Um den Sprengler zu installieren, brauche ich ja nochmal einen dicken Stapel Masse, glaube ich, ne? Ah, okay. Sollte aber trotzdem kein Problem sein. Da ist noch Sand. Bin ich denn hier? Da war es eine Holzkiste. Das sind hier überall Kisten, Irak. Na gut, aber wenn das hier nur von einem Wolf verteidigt wird. Level 3, ja, perfekt. Du bist ja eh auf der Abschlussliste. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So. Wir ein paar Kisten mitnehmen. Nägel. Ah, gut. Ein Pfeil. Oh, schön. Hier das erste oben lasse ich. Ah, ich könnte auch ein neues Hütchen gebrauchen. Ich könnte sogar zwei neue gebrauchen. Nein! Komm her, komm her. Du wirst ein sehr langes und sehr glückliches Leben bei mir haben, bevor du im Kühlschrank landest. Alles halb so schlimm. Eine Sache, die mich auch mal... Ich gehe jetzt mal tauchen. Ich frage mich gerade... Ich interessiert mich jetzt mal kurz, ob das Huhn daran stirbt. Meine, ich fände es irgendwie logisch, aber praktisch wäre es eine interessante Spielmechanik. Ah, noch ist da. Weil es kann ja nicht sonderlich gut atmen jetzt gerade in meinem Inventar. Das Seegras, wichtig. Ist hier noch ein bisschen Sand. Komm, nehmen wir mal mit. Rein von der Zeitspanne her müsste... Das war meine letzte Sauerstoffflasche. Vergesst es, vergesst es. Ich dachte, ich habe noch eine weitere... So, jetzt können wir mal nach dem Huhn gucken. Rein vom zeitlichen Aspekt her müsste es noch leben. Tut es? Gut. Scheint sich also nicht sonderlich beeinträchtigt dazu durchzufühlen, dass ich es einfach ertränke. Sehr schön.
so viel Scheiße gerade auf der Insel. Ah! Her damit. Ich brauche mal wieder Munition. Oh, eine Schrotflintenpatrone. Sehr gut. So. Schön. Hab ein schönes Leben. Ich hoffe, du hattest ein schönes Leben. So, wichtige Sachen sind eingelagert, dann können wir jetzt aufräumen. Tierisch. Ich könnte echt mal ein paar Premium-Pfeile machen. Also werde ich so oder so nochmal machen, aber ich habe wirklich ziemlich viele Premium-Federn. Es lohnt sich langsam richtig. Zack, zack. So, Sprengler. Herstellen. Genau, dann gucken wir mal, was das oben kostet, das zu installieren. Masse, gut, kein Problem. Das können wir kurz abwarten, das geht entspannt. Schrotflinte. So, einmal 4 Schuss. 1, 2, 3, 4. Damit ich mich wieder verteidigen kann. Gewehrpatron. 1, 2, 3, 4, 5. Pistole. 9 Stück. Dann haben wir's. Er lädt nicht nach. Echt jetzt? Ich glaube, weil ich das Drehen auf R gepackt habe, kann er jetzt nicht mehr damit. Hier, Steuerung. Nachladen, natürlich. R. Ja. Da hätte ich aufpassen müssen mit. Dann nehme ich einfach Q zum Drehen. Ja, passt so. Natürlich lädt er nicht nach, wenn ich keine Taste zum Nachladen habe. Ergibt Sinn. So. Müsste das mit dem Sprengler auch klappen, oder? Na, eine Masse fehlt noch. Ah, und wenn ich den jetzt noch anschließen möchte, fehlt auch noch mal ein. Ich muss ja noch mal so ein Rohr machen. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Das dürfte aber alles noch machbar sein. Ich würde wirklich gerne einen zweiten Sprengler jetzt heute noch in Betrieb nehmen. Natürlich wäre so eine Tageslichtlampe auch noch geil, noch eine zweite, aber der Sprengler wäre mir erstmal wichtiger. Na komm, 50 Masse. Danke. Hübsch. Und jetzt brauche ich noch so einen
weiteres Rohr. Auch wieder Masse. Aber egal, das kriegen wir ja alles geregelt. So, haben wir. So, was brauche ich für ein Rohr? 20 Masse, eieiei. Also ich könnte natürlich jetzt einen Massegenerator dazu anschmeißen. Dann geht das relativ zügig. Aber das mache ich nur mit genug Kapazität hier am Strom, ja? Machen wir 3 extra an. Machen dich an. Dann geht das jetzt recht zügig. Gut. Inventar ist jetzt also komplett aufgeräumt. Was kostet mich eigentlich so eine Feldflasche, wenn ich mal ein paar mehr machen möchte? Ist überschaubar. Ich würde tatsächlich gerne ein paar Feldflaschen einfach auf Lager haben. Vielleicht so eine ganze Kiste voll tatsächlich. Hatte ich ja schon mal angesprochen. Um dann vielleicht mal so in Massenware mich um Wasser zu kümmern. Finde ich nämlich gar nicht mal so unpraktisch. So, bei euch alles gut? Joa, ihr seid zufrieden. Wir kochen uns was. Dauert ja, bis die Masse fertig ist. Und zwar einen schönen Elchbraten. 1, 2, 1, 2 und 1, 2. Backen. Rippenbraten. Ach komm, machen wir nochmal. Hähnchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Herstellen. Gut. Bei Strom haben wir ja genug am Laufen. Eisen, Kupfer, Zink. So, komm her. Nein. Reicht hier, glaube ich, aus. Hier. Zwei Metallschrott und 2 Kleber. Zack, 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 zack. Haben wir ja alles da. Masse auch gleich. Moment. Da steht doch schon 20. Wow. Der aktualisiert das nicht, nicht alleine in Echtzeit. Ist okay. So, und theoretisch hoffe ich jetzt einfach, dass ich den an das bestehende Rohrnetz anschließen kann. Wenn nicht, habe ich tatsächlich ein Problem. Weil ich möchte jetzt nicht für jedes Feld eine eigene Pumpe aufsetzen. Das dran, ne? Ich glaube, ich würde ihn gerne drehen. So. Sprenkler angeschlossen. Du auch noch? Jo. Oh. Jetzt haben wir noch ein zweites Beet mit Sprenkler am Laufen.
Dann mache ich noch mal ein Kartoffelbeet, ein weiteres und noch ein Tomatenbeet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Geil. So, zweites Beet angeschlossen. Ich kann hier ganz gemütlich diese Leitung ziemlich gerade weiter fortsetzen. Das Einzige, was halt ein bisschen doof ist, wäre dann halt wirklich dieser Übergang hier von dem einen Beet zum nächsten. Das müssen wir die Tage nochmal ausprobieren, wie schlimm das nun wirklich aussieht. Ich hoffe einfach, dass ich es ignorieren kann. Also ich muss es erstmal ignorieren, aber ich hoffe, dass ich das auch hinkriege, ohne dabei durchzudrehen. Ich mag sowas ja immer nicht so gerne, wenn die Sachen mitten im Weg liegen. Gut, erstmal zum Improvisieren mache ich das doch verdammt häufig, aber grundsätzlich mag ich das nicht so gerne. So. Hier können wir oben nochmal ein bisschen düngen, nochmal eine Runde. Wachsen die Kartoffeln schön schnell raus. Ich würde mich gerne warten, bis das Hähnchen hier fertig ist, damit ich das pünktlich in den Kühlschrank legen kann. Zack. So, ein bisschen Gemüse kann ich gebrauchen. Dann nehme ich doch einfach Leber mit Zwiebel. Ist ja Gemüse bei. Oh, wir sind bei 27 Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen oben die ganzen Generatoren auf einmal aus. Oh, wow, wow, wow. Das muss ja wirklich nicht sein. Dass hier gerade alles im Dauerbetrieb läuft. Oh, 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 oh. Aus. Wir können doch mal eine kleine Runde ins Wasser springen. Machen wir mit einer Flasche. Oh, eine Kiste auf unserer Brücke. Nein. Und ich denke, dass wir vielleicht tatsächlich beim nächsten Mal einfach mal wieder eine Tour machen. Zu Fuß oder mit Quad muss ich mal überlegen. Quad würde ich gerne erst wieder einmal nutzen, sobald ich es wirklich einmal vollständig repariert habe. Das heißt, ich müsste da eigentlich nochmal die Drehbank zu bemühen. Kann ich ja gleich am Ende der Folge nochmal machen, zum Übergang der nächsten Folge, dass ich einmal die Autoreparatur anstoßen kann. Oh, ich dachte, ich habe eben noch Land gesehen. Oh. Schade. So viel dazu. Boah, hier. Vier Sachen sehe ich. Wow. Zwei Sand, zwei Muscheln und ein Seegras. Hm. Das nehme ich auch noch mit. Und langsam dürfte es auch draußen dunkel werden. Machen wir heute mal wieder ausnahmsweise richtig schön pünktlich zum Sonnenuntergang auf Feierabend. Ist ja auch schon länger nicht mehr passiert.
Was fehlt denn hier? Premium oder Bolzen? Bolzen. Gut, die sind günstiger, das ist nicht das Problem. Ist aber, glaube ich, dasselbe Spiel wie bei fast allen anderen Sachen. Eisen, Kupfer, Zink habe ich ja sogar schon im Inventar. Achso, die Drehbank ist ja mittlerweile auch hier unten, ne? Bolzen. Ne, Kristalle noch. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Klar. Machen wir gleich 2 Stück. Wunderbar. Das kostet mich Premium-Pfeile. Können wir die eigentlich auch mal vorrat machen schon mal, oder? Masse oder auch... nur Stroh oder auch Masse? Gar nichts. Kristall. Okay, jetzt halte ich mich schon wieder auf. Ich merke schon. Premium-Federn. Metallschrott. Oh, wir haben nicht so viel Metallschrott. Eieiei. Das heißt, ich sollte, was Premium-Pfeile angeht, auch ein wenig Zurückhaltung zeigen. Komm, ich hau das Metallschrott komplett raus. Wir brauchen das doch eh für nichts Sinnvolles. Für einfach alles im Leben. So, es kam nur einer raus pro, oder? Ja, aber ist okay. Die Bolzen sind fertig. Sehr schön. Gut, ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich räume ein bisschen auf, stoße einmal die Reparatur an von unserem ATV und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.